Ich repariere das Bettmobil. Mr. Bruce, ich hoffe, Sie haben nicht vor, was ich befürchte. Das wäre leichtsinnig und unverantwortlich, selbst für Ihre Standards. Es ist die einzige Option, Alfred. Sir, selbst wenn das Gas Sie nicht umgehend ausschaltet, könnte noch eine Dosis zu einem schweren psychologischen Trauma führen. Ich habe keine Wahl. Ich muss die Energiequelle langsam entfernen, sonst wird die Ausfallsicherung aktiviert. Na toll. Das Ganze jetzt auch noch langsam. So, ich ziehe mal. Das war's, Betty. Hallo? Spürst du, wie das Toxin nach links. Entschuldigung. Deinen Mürbengeist durchdringt. Ich tu's auf jeden Fall. Ich werde stärker, Bruce. Mit jedem deiner Atemzüge werde ich lebendiger. Na komm schon. Sie haben keine Zeit mehr. Verschwinden Sie so. Bleib ruhig. Atme ganz langsam ein. Tief, langsam einatmen. Die ganzen Anstrengungen müssen dich doch müde machen. Willst du schlafen, Bats? Schlaf nur, schlaf, Bats. Ich befreie mich von dir. Und wieder rein das Ganze. Also atme schön ein, tiefe Züge der Flucht. Gib auf! Ich bin hellwach in jeder Hirnzelle. Deine grauen Zellen werden grün. Master Bruce, sind Sie in Ordnung? Sir, hören Sie mich? Gib mir einen Moment, Alfred. Geht gleich wieder. Du siehst nicht allzu fit aus, mein Lieber. Nicht lange und ich sitze hinterm Lenkrad. Denk nur an den Spaß, den wir haben werden. Grips, Gewalt und Grausamkeiten. Das ganze Paket Gotham City wird uns zu Füßen liegen. Und weißt du, was das Beste ist? Du wirst die ganze Zeit über voll dabei sein und alles vom Beifahrersitz aus miterleben. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich kann es kaum erwarten. Ich glaube, ich gebe mal Gas. Das ist das einzig Vernünftige, wenn da so ein Joker am Fenster klebt. So, wo ist denn jetzt der... Geht es Ihnen gut? Besser. Gott sei Dank, ich bin wirklich erleichtert. Sir, die Toxinkonzentration in der Atmosphäre wirkt sich auf die Scanner des Bettmobils aus. Es könnte schwierig werden, den Cloudburst zu orten. Ivy, ich kann den Cloudburst in all dem Gas nicht orten. Neutralisiere so viel, wie du kannst. Ich kann nicht, Batman. Meine Pflanzen sind zu schwach. Dann sag mir, wo ich noch eine finden kann. Tief unter Founders Island liegt ein Baum vergraben. Die Myagani nannten ihn Ayana. Ich finde ihn. Ja, was? Wo? Wie? Wo soll denn das jetzt sein? Okay, wir suchen noch eine Pflanze. Alle guten Dinge sind drei, besonders in diesem Spiel. Wo wir alles ziemlich oft zu dritt machen müssen. Aber cool ist das schon gemacht, dass jetzt die ganze Stadt hier in so einem Nebel verschwunden ist und dass das alles jetzt so unheimlich aussieht. Dann muss ich sagen, ist schon eine coole Sache. So, ich hoffe, dass ich den richtigen Weg finde. Und ich bin auf Founders Island. Zeit, nach Ayanas Wurzeln zu suchen. Ach nee, das ging ja über Sonar, ne? Ja, genau. So, ich glaube, wir müssen in die Richtung. Muss ich da rüber? Muss ich hier runter? Ich glaube, ich muss da runter. Moment bitte, ich fahre mal ganz unsachgemäß hier in den, auf den Friedhof. Du bist da, Batman. Ich spüre dich. Der Impuls muss stärker werden, um sie zu befreien. Okay, ich lade alles auf, was wir haben. Alfred, ich habe Ivys Pflanze gefunden, die das verbliebene Toxin filtern kann. Aber das Sonar reicht nicht tief genug, um sie freizusetzen. Einen Moment, Sir.
Direkt unter ihrer Position wird im Moment die neue Erweiterung der U-Bahn von Gotham gebaut. In Port Adams sollten Sie einen Zugangspunkt finden. Genügt das? Es ist ein Anfang. Schick mir die Koordinaten. Na dann, los. Ich fahr mal los. Ich hoffe, dass ich hier den Weg finde. Ne, aussteigen ist ja hier momentan nicht. Tief vergraben. Ich muss in den Untergrund. Beeil dich bitte. Okay, ab in den Untergrund. Machen wir doch gerne. Huch. Ich habe das Containerlager erreicht, Alfred. Ich brauche einen Zugang. Natürlich, Sir. Ich muss Sie warnen. Die Scans zeigen eine beträchtliche Anzahl von unbemannten Panzern. Nicht mehr. Na toll. Sie stehen zwischen mir und der Pflanze. Sie haben den Eingang versperrt. Eine Falle. Was? Wo? Ah, da. Ich hab mich schon gefragt, wann die Dinger hier auftauchen. Ich habe aber keine Übersicht, wie viele Gegner hier kommen. Das ist ein bisschen schade, dass wir das nicht sehen. Naja, ich bin nicht so froh darüber, weil ich habe jetzt hier wieder so ein blödes Drohnenproblem. Und das habe ich leider nur wegen dir, lieber Arkham Knight. Was ich ehrlich gesagt nicht gut finde. Dass der mich immer angreifen möchte. Glaubst du echt, du kannst gewinnen? Redner zerstört. Ja. Für dich. Kommt noch einer? Oder haben wir es? Ich glaube, wir haben es. Zumindest momentan. Wobei, ehrlich gesagt, es gab noch keine Erfolgsmeldung. Ja, das ist ja super. Muss ich hier rein? Und wenn, wie komme ich da rein? Moment mal bitte. Fahre ich gerade falsch lang? Kann ja alles sein, dass der Eingang eigentlich auf der anderen Seite liegt. Hier nicht. Oh, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir sind ja ganz optimistisch, dass wir irgendwo noch den Eingang finden. Auch wenn hier anscheinend momentan nichts ist. Bisschen hin und her schwenken. Ach Menno, was ist denn das? Ich weiß jetzt, was ich angreifen muss. Spannend. Wie besiegt man das Ding? Ah! So. Okay. Ich muss einen Weg in die Mitte des Containerdepots finden. Ich nehme mal die Rampe. Er hat die äußere Verteidigung durchbrochen. Ja, die äußere Verteidigung durchbrochen, stimmt. Boah, sind das viele. Aber wenigstens können hier, glaube ich, keine neuen reinkommen. Er hat eine Drohne erwischt. Wie sollten die denn auch hier reinkommen? Denke ich. Aua. Hab ne Rattler verloren. So. Mehrere Einheiten offline. Ich werde diese Stadt im Erdboden gleich machen. Ich. Deine Zeit. Dann haben wir das. Dann den. Diamond weg zerstört. Ich kann hier leider gerade nichts hacken. Auch wenn ich das gerne machen würde. Wo ist denn hier die Drohne? Treffer. Ja, Treffer. Und versenkt, wie es so schön heißt. Scarecrow, kommen. Er hat die Drohnen im Lager ausgeschaltet. Er verschwendet seine Zeit. Da ist gar nichts. Zumindest nichts, von dem wir wissen. Ah, ich suche noch was. Das war falsch. So. Ach, und jetzt muss ich noch gefühlvoll Gas geben. Moment. So, habe ich gemacht. Und das Auto steht auch mittlerweile passend, dass wir hier runterfahren können. Eko-Tante spielst. Mal ehrlich, Bats. Ich dachte, wir machen langsam Fortschritte. Willst du diese Pflanzenlady diesen Ort wirklich zu ihrem persönlichen Garten machen lassen? Weißt du, was da draußen abläuft? Das ist ein Joker-Wunderland. Da hat er recht. Aus Jokers Sicht ist das wirklich ein Wunderland, ne? Ach Gott. Was suchst du in diesem Tunnel, Batman? Hoffnung. Du wirst keine finden. Juhu. Wo
Früher einmal habe ich den Schrecken der Autsch. Ich dachte, perfekt angeordnete Atome könnten die Personen eines Menschen entfesseln. Und nu? Du hast mir das Gegenteil bewiesen. Nö, es geht nur hier lang. Aber wo lang? Ich muss mal kurz aussteigen, mal gucken, ob ich irgendwas sehen kann. Bezüglich Scanner. Ah, hier ist ein Gitter. Wir müssen also rüber und dann die Sache irgendwie... Irgendwie entschärfen. Hallo. Du siehst mich nicht. So, das ist das eine Ding. Aber wo geht das Tor auf? Es muss ja irgendwo den Weg reingeben. Moment mal, hier ist das Kabel. Das Kabel geht hier nach unten. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert. Aber ich kann immer bloß eine hacken. Und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Genau, die kann man umdrehen. Dann kann ich die hacken. Dann rennen wir der mal hinterher. Ich guck mal, ob das Kabel irgendwo hinführt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. So, wir kommen nach oben. Das ist das Kabel, was dorthin führt. Ich muss da hinten rein. So, die ist weg. Also gleite ich mal hier runter. Ja, sehr schön. Dann schalten wir hier mal das Tor aus. Oder machen das Tor auf. Lassen das Batmobil ferngesteuert mal ein bisschen was machen. Dafür bezahlt ihr. Ja, ja, komm. So, das Ding ist kaputt. Das ebenfalls. Finde ich gerade voll okay, was hier passiert. So, hier für euch. Rattler getroffen. Und das müsste die letzte gewesen sein, ne? Ja. Dann kann ich das Batmobil schon mal hier parken. Kennen, wenn sie dich an. Einen tapferen Ritter, stets zur Stelle, um Monster zu erschlagen. Angst ist nicht nur Biologie, Batman. Sie ist mehr als ein Instinkt. Wahre Angst ist die Abwesenheit von Hoffnung. Und Hoffnung ist das Zeichen der Fledermaus, das am Himmel erstrahlt. So, wir sind weitergekommen. Ein Stückchen zumindest, weil ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Wo bin ich hier? Oh. Ich glaube, ich muss hier nach oben. Aber wie? Das Ding kippt doch garantiert runter. Die Frage ist bloß, wann? Ah, Joker steht schon bereit. Okay, Joker, erzähl mir mal, was ich hier tun soll. Du suchst doch nicht etwa immer noch nach Ivys uralten Sträuchern, oder? Es ist vorbei, Bats. Barbara ist tot. Gotham erstickt an Scarecrows Duftwässerchen und deine Beliebtheitswerte fallen schneller als die Flying Graysons damals vor den Augen ihres Knaben. Wofür willst du noch kämpfen? Für die Stadt. Du hast versprochen, Gotham würde sicher. So, wir sind angekommen. Oh, hoppla. Wieso war Batman jetzt schon eingestiegen? Hä? Muss ich nicht verstehen. Okay, wir sind soweit weitergekommen. Wo bin ich denn nun? Und jetzt kümmere ich mich um dich, Batman. Aber fürchte dich nicht. Nicht dein Leben muss beendet werden, sondern dein Mythos. Die Hoffnung, für die du stehst. Die Hoffnung, die heute Nacht sterben wird. Das ist falsch, was ich gerade mache. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich sage, das ist falsch. Ich muss mit dem Batmobil einen Kreis fahren. Wir müssen das rüberholen. Und dazu müssen wir hier... Ja, das war falsch. Das war nicht schwungvoll genug. Halt, zurück. Okay, nochmal. Oh.
Mann, ich hasse so eine Stellen. Wir müssen sozusagen am Tunnel lang schrammen. Genau so. Und da hätten wir es jetzt nicht machen müssen, aber ist egal, wir sind trotzdem angekommen. Wahrscheinlich muss man hier zwei oder dreimal die Kurve kriegen. Okay, es geht auch so. Es sieht sicherlich stylisch aus, wenn man weiß, wie es geht. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es geht. So, ist das jetzt hier die Stelle, wo Ivy gesagt hat, wir müssten hierher? Oder wo bin ich denn hier gerade? Das Ding ist doch auch nicht entriegelt, oder? Wow. War das jetzt richtig? War das jetzt falsch? Ja, war richtig. Hier drüben ist nämlich der Schalter. Und Joker! Hi! Lang nicht gesehen. Muss ich es wirklich für dich aussprechen? Scarecrow hat gewonnen! Es gibt keine Stadt mehr zu retten. Also spiel nicht den Helden, sondern akzeptiere den Joker in dir. Das ist doof. So, wir entriegeln die natürlich. Wir müssen sie dann aber wieder verriegeln, wenn wir sie richtig gekippt haben, weil momentan ist sie eindeutig falsch herumgekippt. So, Batmobil kippt, lass sie mal umfallen. Hallo? Gut. Batman, die ganze Sache bitte mal verriegeln. Und jetzt können wir mit dem Batmobil nämlich rüberfahren. Wir müssen das bloß kanten. So. Ignoriert die Rakete. Das passiert, wenn man LT zu früh drückt. So. Ah, Batman steigt sofort ein. Das ist ja cool. Da denkt die Fledermaus mal mit. Bitte vielmals um Entschuldigung. Die Suche nach der Identität des Arkham Knights trug keine Früchte. Nichts? Ich habe eine Liste von Kandidaten, die wir nicht ausschließen können. Aber nein, keine wahrscheinlichen Verdächtigen. Versuch es beim ehemaligen Arkham-Personal. Hugo Strange hatte weiterreichende Motive. Quincy Sharp war instabil. Wollen Sie damit sagen, der Arkham Knight ist ein Mitverschwörer, der Ihr Werk vollenden will? Ganz genau. Na, mal gucken. So, wir sind auf jeden Fall angekommen. Ich aktiviere mal den Sonarimpuls und hoffe, dass das jetzt tief genug ist. Hallo? Du bist zu weit weg. Dreh um. Wieso zu weit weg? Ich kann sie spüren, Batman. Näher ran. Du bist da, Batman. Ich spüre. Ah, geht doch. Danke für den Fahrstuhl. Die schöne Kirche. Sie hat drei Spiele überlebt und jetzt ist sie kaputt. Sie ist frei. Und sie wird bemerkt werden. Du musst sie beschützen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Na super. Im Ruf der Divinity Church wuchert das Unkraut. Rupfen Sie es raus. Ich schicke jetzt die Drohnen, Sir. Ah, ich bin begeistert. Von hinten? Das finde ich nicht okay. Gar nicht okay. Diamondback getroffen. Der macht es nicht mehr lange. So, einmal wir scannen. Hab eine verloren, wurde gehackt. Oh cool. Ivy hilft. Und es sind nur 35, die wir ausschalten müssen. Ich sag's nochmal, nur. Finde ich sehr gut. Wie gesagt, nur. Nur 28 noch. Aua. Oh. Wie ich diese Spielchen hier hasse. So, hacken. Batman überschreibt die Steuerungsprotokolle. Ja, das ist Ziel der Sache. Sie darf ihre Rinde nicht verhärten, sonst schaffen wir das nie. Sie weiß wohl genau, wo sie treffen muss. Nein! Halte sie auf! Hilfe, ich sehe nichts.
Oh! War da gerade ein Raketenwerfer direkt vor mir? Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Scarecrow, schwere Verluste beim Angriff auf Divinity. Keine Sorge, dieser Baum wird auch keinen Unterschied machen. Ivy ist nicht stark genug, um Gotham zu reinigen. Ja, ich arbeite hier gerade dran. Diese Panzer zu zerstören, aber bleib in der Nähe des Kirchhofs. Ja, ich arbeite dran. Drohne zerstört! Fünf. Es sind noch fünf. Okay. Vier. Aha. Mann, diese blöden Helikopter. Oh, das war daneben. So, eine steht unter meinem Kommando und eine unter dem anderen. Batman ist weg. Hab ihn verloren. Perfekt. Sofort. Ganz schön knapp mit dem Lebensbalken oben, aber hat geklappt. Und nu? Batman, hör auf! Hör auf, den Helden zu spielen, zu glauben, du könntest was retten. Irgendwas! Oh, du hast noch den Baum gefunden. Ich habe immer noch den Cloudburst. Willst du es beenden? Komm nach Bleak Island. Dann ist es vorbei. Batman, ich habe so viel wie möglich von dem Gift beseitigt. Du musst den Cloudburst finden. Er tötet meine Pflanzen. Ich zerstöre ihn. Halte durch. Genau, das mache ich. Und der Arkham Knight war ja so nett, mir zu sagen, wo er ist. Aua. Das war Absicht. Batman rammt gerne irgendwelche Häuserfassaden und deswegen, das ist vollkommene Absicht, was wir hier gemacht haben. Alfred, heb die Brücken an. Er wird Bleak Island nicht verlassen. Sind Sie sicher? Lass den Batwing einen Scan vom Cloudburst machen. Finde eine Schwachstelle. Ich schalte die Cobra-Panzer aus. Sir, Sie legen sich mit einem Gegner an, der Ihnen waffenmäßig weit überlegen ist. Nein, ich fange ihn ein. Na gut, wir ignorieren mal Joker, der hier auf der Straße steht und überall lacht. Und sieben! Natürlich. Wir haben es nicht mit einem, zwei Cobra-Panzern zu tun, sondern wir nehmen es gleich mit sieben auf. Ist ja auch nicht weiter schwierig. Drohne konnte kein Ziel ausmachen. Weiter mit der Patrouille, Kommande. Ja. Ich arbeite dran. Ich hoffe, dass ich den alleine kriege. Das wäre nämlich so schön. Ich muss vor allem anderen Scarecrows Toxin beseitigen. Du hast noch nicht genug? Dein Auto hast du auch repariert. Batman haut nie ab, gibt niemals auf, lässt nie seine Stadt im Stich. Du denkst, du bist der Einzige, der stark an Ruhe. Was ist denn das? Der härter zuschlagen kann als früher. Du legst Fallschritte. Wow. Und ich werde es dir beweisen. Ich muss weg. Die Dinger sind gerade alle auf Rot geschaltet worden. Warum denn das? Na, das ist ja eine tolle Technik hier. Moment, da hinten bitte. Meine Drohnen werden dich aufspüren. Die Dinger fahren auch noch zu zweit, dritt, viert oder fünft oder was? Okay, weg. Ich kann mich noch an diese schöne Stelle erinnern, die ist irgendwie ganz nervig. Weil ich nicht genau weiß, wie wir das richtig machen. Die Dinger fahren nämlich alle ziemlich schnell unterwegs und, was noch viel wichtiger ist, sie sind kaum einzeln unterwegs. Außer hier mal. Jetzt könnte ich schießen, aber er muss erstmal erfassen.